Salut und willkommen bei Speedy Swiss Gaming. Heute gibt es eine weitere Folge iRacing. Und zwar gibt es heute ein GT3-Rennen. Ich hoffe, das klappt jetzt alles so mit dem Aufnehmen. Ich bin nämlich hier schon im Rennen, habe schon vorher Practice gefahren und jetzt haben wir hier Qualifying, 8 Minuten Zeit, 2 Runden und ich würde sagen, das starten jetzt direkt. Wir fahren mit dem Mercedes AMG GT3. Auf Silverstone, auf der GP-Strecke. Und das Rennen an sich wird auch ungefähr eine halbe Stunde dauern. Und ich bin mittlerweile in die B-Klasse aufgestiegen. Und dort kann man natürlich eben schon so GTE, GT3 Fahrzeuge fahren, respektive gibt es dort auch diverse spannende Rennen. Und jetzt hier haben wir noch bei mir Nachmittag, wo ich das Ganze aufnehme. Es läuft jetzt hier nicht so wahnsinnig viel auf dem Server. Es sind vielleicht etwa 20 Leute getroffen hier. Aber es macht nichts, ich bin hier noch nicht so ganz super unterwegs auf Silverstone. Gerade die Kurve da vorne, die kommt, liegt mir noch gar nicht. Weil, wenn man hier die Spätbremse treibt, sie viel zu weit links raus. Und da darf man nicht zu weit drüber kommen, sonst hat man nämlich Track Limit, gibt es dann wieder eine Strafe. Dort hat man zum Beispiel jetzt in anderen Spielen mehr Auslaufzonen zur Verfügung. Haben wir eine Runde Zeit, weil ich habe das Gefühl, die 8 Minuten sind schon angefangen gewesen. Es wird uns wahrscheinlich gar nicht länger 3 Runden dahin zu fahren. Gestern noch GTE gefahren, also Porsche GTE, das Rennen auf Monza. Das war schon sehr spannend gewesen. Ich hatte zwar dort nicht wahnsinnig gut abgeschlossen gehabt, schlussendlich, aber mir hat dort auch noch so ein bisschen die Übung gefällt. Vor allem gerade bei den GTE-Fahrzeugen, beim Porsche, ist das Bremsen extrem schwierig, weil man dort vom ABS nicht wirklich Unterstützung hat. Aber trotzdem, geiles Rennen gewesen. Alle schön fair gefahren und so. Und gerade für ja, das Rating, also für die Lizenzstufe raufzukommen, muss man eigentlich gar nicht schnell fahren, sondern wirklich eigentlich fehlerfrei, ohne Crash, ohne ab der Strecke zu kommen. Geht dann das SR, also Safety Rating, so oder so rauf, wenn man keinen Fehler macht. Das kann man auch mit dem Time Trial. Wenn man eine halbe Stunde dort fährt, kann man das auch ein bisschen steigern, aber das geht nur ganz kleine Schritte rauf. Und da bringt es natürlich dann schon mehr, wenn man eben eine halbe Stunde oder eine Stunde ein Rennen fährt und nicht viel Strafpunkte bekommt. Wow, da bin ich sehr fest ins Rutschen gekommen. Glück ist das noch gültig. Ja, und das hat Zeit gekostet. Ich
kann hier mal wechseln auf die Standings. Wir haben aktuell Platz 5. Ach, Scheiße, hätte ich nicht gedacht. Vor dem Practice sind wir irgendwann bei Platz 15 oder so gegurkert. Die fahren hier 1,57,4. Das ist ja abartig. Kommt natürlich auch ein bisschen auf das Fahrzeug drauf an. Und ich jetzt hier im Setup bin ich gar nicht versteckt. Ich fahre hier im Standard-Setup. Ich habe wahrscheinlich sogar noch zu viel Sprit dabei. Ja, 50 Liter. Für hier im Qualifying 3 Runden zu drehen. Ja, aber zwei ziemlich ähnliche Zeiten, 2 Minuten 004 und 2 Minuten 007. Da läuft die Zeit jetzt gerade noch fertig. Wir können hier noch schauen. Da sieht man noch die Übersicht. Da sieht man nicht viele Leute hier auf dem Server. Und was ja noch gäbig ist, die Rennen sind immer so in den gleichen Rhythmus. Das ist jetzt immer, jetzt ist Nachmittag um 4 Uhr ein Rennen. Und Nachmittag um 2 Uhr, Mittag um 2 Uhr, dann am Abend um 6 Uhr, alle 2 Stunden und so. Und das kann man ja im Voraus anschauen, wenn was ist. Und das finde ich eigentlich noch recht cool. Da kann man sich auch so recht gut eigentlich auf das Rennen vorbereiten. Hier muss ich mir dann noch ein bisschen schauen, wegen dem HUD. Ich habe mir da noch nicht recht das Zeug zu weglegen. Zum Beispiel sehe ich jetzt absolut nicht, wie viele Runden wir fahren oder wie lange es geht. Ich weiss vom Explorer her, dass ich dort habe gesehen, dass es eine halbe Stunde dauern sollte. Aber mehr genaues weiss ich da nicht. Habe ich aber eigentlich auch schlecht nachgeschaut. Das hat man sicher irgendwann mal gesehen dort. Nach Zeit oder nach Runden geht oder nach was. Und ihr seht hier, man muss halt bei iRacing aber recht lang warten, bis dann alle Leute wirklich Starterfeld sind, bis alle Qualifying beendet haben etc. Und da muss man recht geduldig sein im Vergleich zu anderen Spielen. Und jetzt haben wir hier einen Rundenstart. Und da steht jetzt, ich soll hinter dem zweiten Fahrzeug bleiben, aber das ist schon so ein bisschen die Frage, weil das zweite Fahrzeug ist schon viel weiter vorne. Das zeigt manchmal auch wieder ein bisschen anderes Zeug an. Gestern genau ist hier bei Startaufstellung ist mir einer in den Arsch gefahren. Da fährt schon der erste Box, kommen wir nicht nachher. Und gestern ist mir dann wirklich tatsächlich einer in den Arsch gefahren, schon bei Startaufstellung. Und es hat mir gerade 4 Strafpunkte gegeben. Und das hat mich so tödlich aufgeregt. Das wäre so ein super Rennen gewesen, aber echt schon bei Startaufstellung. Wir gehen in Arsch fahren. Mühsam. So, jetzt hoffe ich, dass hier die erste Runde crashfrei abläuft. Weil, wie gesagt, ich möchte mir das Safety Rating ein bisschen aufsteigern. Wenn ich natürlich jetzt hier in Arsch fahren, bringt mir das gar nichts. Aber ich hoffe, das Fahrfeld verteilt sich jetzt innerhalb der ersten Runde.
Ja, Kinder haben wir auch schon so ein bisschen Abstand können gewinnen. Und jetzt müssen wir da schauen, dass wir wieder nicht vordreinfahren. Man merkt auch, die Bremse so absichtlich zum Teil ein bisschen extra zu früh, weil sie eben einen vor dran haben. Also man lässt einem da wirklich Spielraum. Und fährt nicht so aggressiv in den anderen Simulationen. Gibt es natürlich hier auch immer wieder solche, die sehr aggressiv fahren. Gibt es glaube ich in jedem solchen Spiel. Aber da sehen wir jetzt schon den ersten Strafpunkt. Nur so leicht ab die Strecke kommt dort, längt schon. Finde ich natürlich sehr heftig. Aber es ist eine angewandte Sache, dass dort die Auslaufzone nicht so gross ist. Oder dass man die nicht so nutzen kann wie bei Assetto Corsa. Machen. Wir wollen gar nicht unbedingt überholen, weil wir sind hier auf Platz 7 und das finde ich toll. Aber wir können mal Druck machen, vielleicht macht er einen Fahrfehler, wo wir gleich dran vorbeiziehen können. Vorsichtig sein. Wie gesagt, lieber kein Crash, dafür einen Platz weniger als umgekehrt. Es bringt jetzt nichts, dass ich hier da angreife und dann in der Kurve krachen wir ineinander rein. Sehr fest abgebremst. Ich habe das Gefühl, der hinter uns wird uns jetzt auch ein bisschen Druck machen. Es scheint ein bisschen schneller zu sein. Ach du Scheiße, bremsen der früher. Was ist denn mit dem los? Das hat jetzt gar nicht erwartet, dass der hier so früh bremst. Darum bin ich jetzt hier eben gerade so ein bisschen von der Schnur gefahren. Weil ich zuerst noch ausweichen musste, bevor sie bremst. Ja, und jetzt davor wird es unmöglich eng. Und da steckt er, ja, steckt nicht ganz zurück. Muss ich wirklich vorsichtig sein. So, aber jetzt haben wir ihn definitiv. Soll ich hier keinen Fehler machen, sonst kommt er dann auf der Gerade wieder dann vorbei. Aber sieht gut aus.
seht hier unten rechts Standing, seht jetzt den Platz noch nicht geändert. Das wird jetzt dann, wenn wir durch Start-Ziel fahren. Aber wir können ja hier die relativen Abstände einblenden. Das können wir schon jetzt machen. Da sieht man nämlich die Augen noch, wie ein Fahrzeug können wir überrunden oder überrundete Fahrzeuge vor einem sein, wie auch immer. Sehen wir das dann hier. Die aktuellen Abstände zu den anderen Fahrzeugen. Ist aber noch hilfreich näher zu vergleichen oder zu schauen, wie viel das jemand aufholt innerhalb einer Runde oder was auch immer. Ja, jetzt haben wir natürlich gegen vorne fast 3 Sekunden Abstand. Dann gingen 2. Drei. Schnell 3. Ihr habt jetzt gemerkt, so aus einem, ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht im Video, so aus einem Slide vorher wieder rauszukommen, ist in iRacing geht viel länger als in Assetto Corsa. Man kann dort das Fahrzeug viel schneller wieder irgendwie auffahren. Und hier rutscht man einfach zuerst mal. Und untersteuern zum Beispiel. Das ist noch interessant, hier kann man recht über Curbs abkürzen. Ah, doch nicht. Ich wollte sagen, da kann man recht. Ah, gerade 3 Sekunden kann man recht abkürzen, aber dort, die eine Kurve geht fast gar nicht. Ja, jetzt ist natürlich das Problem, jetzt ist hinter mir schon wieder einer. So einfach mache ich es noch nicht. Aber hier schon den Top 10 abzuschließen, bin ich schon glücklich. Über diese Kombination bin ich jetzt vorher auf dem Einisch gefahren. Time Trail zum Schauen. Und jetzt hier das Rennen. Und das dünkt mir, klappt jetzt schon recht gut. Und ich bin auch froh, ist hier noch nicht abend und der Server plätscht voll. Der hat ja auch ein mehr Probleme oder respektive mehr Verkehr auf der Strecke. Okay, ich habe wirklich noch gedacht, als ich einlenke. Das gibt jetzt auch eine Strafe. Zweiter Strafpunkt.
Ja, auf die unter euch, die auch iRacing gamen, würde mich mal interessieren, was du so für Rennen fährst. Wahrscheinlich hat man meistens immer so ein bisschen das Ähnliche und Gleiche, wo man fährt, eben Richtung GT3 oder schon mal Fahrzeugklasse. Würde mich interessieren, schreib mir das doch in die Kommentare vom Video. Aber die hinter uns scheinen nicht wirklich aufzuholen. Und die vor uns ziehen ab. Aber ich bin glücklich mit meinem 6. Platz. Einfach möglichst keine grösseren Fahrfehler machen. Okay, das Rennen geht einfach doch länger als eine halbe Stunde. Weil jetzt steht noch verbleibend 26 Minuten. Und wir sind sicher jetzt schon das Zeitchen im Fahren. Muss ich mich mal darauf achten, ob das wirklich auch nicht stimmt, Zeit oder was. Weil gestern habe ich auch gemeint, ich fahre ein halbstündiges Rennen und dann plötzlich ist die Stange 1 Stunde. Also, oh, ups, in dem Fall, okay. Das ist mir dann zum Glück noch gegangen mit der Zeit her. Aber dort muss ich mich auch ein bisschen darauf achten, besser zu schauen, eben was genau angeschrieben ist bei den Rennen. Und eben nicht einfach joinen, so wie ja, üblich. Ja, dann gibt es einfach hier längere Aufnahmen. Aber das ist eben auch wieder so ein bisschen der Unterschied macht zu den anderen Simulationen. Man hockt nicht einfach schnell her, macht schnell gegen Computergegner 10 Minuten, 4 Stunden Rennen, sondern man schaut halt, okay, wann ist das Rennen. Kann ich mich noch eine halbe Stunde darauf vorbereiten und dann eben Qualifying fahren und dann ein Rennen, das meistens eben gleich eine halbe Stunde, Stunde dauert. Und da muss man sich halt eben wirklich, nimmt man sich so ein bisschen mehr Zeit dafür. Schaut da wieder um. Ja, das ist auch noch etwas, was ich mit dem Mann muss machen muss. Die Lenkrad, Tastenbelegung und so ein bisschen zu weglegen. Damit diese Sachen auch am Lenkrad umschalten kann, während dem Fahren. Und nicht da immer muss über zur Tastatur längen. Und ich merke auch, gerade, dass ich vielleicht doch zu wenig Sprit dabei haben könnte. Wir sind mit 60 Litern gestartet, jetzt haben wir noch 30.
Ja, ich glaube, es könnte gerade so aufgehen, dass es eben knapp nicht reicht mit dem Sprit. So wegen 3 Runden. Und ich glaube auch nicht, dass wir hier einen Pflichtboxenstopp haben. Ja, ist furchtbar, ich merke es schon wieder, ich hätte mich so besser darauf vorbereiten sollen. Oder eben besser das Zeug lesen und anschauen. Und wenn man jetzt hier mal am Fahren ist, sieht man es dann eigentlich nicht mehr. Oder ich kann mir das auch nicht auf die Schnelle einblenden. Ja, das mit dem Sprit ist jetzt wirklich etwas ärgerlich. Aber ich fahre jetzt mal noch, solange es geht. Solange wir noch Sprit haben. Ja, wir haben noch 20 Minuten zu fahren. Es gibt noch 10 Runden. Dann müsste ich pro Runde nur 2,4 Liter Sprit brauchen. Wenn nicht sogar noch weniger. Und ich glaube, das bringen wir nicht her. Ich glaube, der braucht sicher mindestens 3 Liter pro Runde, wenn nicht sogar mehr. Von dem her, Boxershop müssen wir so oder so noch machen. Schon noch wegen auftanken. Ja, das war nicht so ein spannendes Rennen, weil ich würde eigentlich mehr oder weniger für mich fahren auf der Strecke. Das ist gestern da bei dem stündigen Rennen ein bisschen besser gegangen. Oder besser gegangen, spannender gesehen, weil es hat immer wieder Überholmanöver gegeben. Auch von den Überrundeten, also die mich haben überrundet, die hinten vorne sind gekommen, dann mussten wir müssen Platz lassen. Und gleichzeitig noch gegen andere fighten. Um irgendwie Platz 15 oder so.
rein. Sprit haben wir ungefähr noch. Ja, 4 Liter pro Runde brauchen. So viel ist auch schon nicht, aber. Trotzdem, wie gesagt, in der Box müssen wir so oder so. Wahrscheinlich würde es uns all unsere Plätze kosten. Aber wie gesagt, das Wichtige ist hier auch super zu fahren, fehlfrei, auch wenn man halt einen Boxenstopp machen muss oder eine Reparatur vom Fahrzeug oder was auch immer. Aber nicht einfach, ja, oh Scheiße, jetzt habe ich zuerst die Mitte, schießt mich an, ich halte an, gehe aus dem Server, gehe auf einen neuen Server. Wie man es eigentlich normalerweise eben in anderen Spielen oder Simulationen macht. Dass man dann einfach, ah, okay, Crash kam am Anfang vom Rennen, ah, schießt mich an, ich gehe raus und gehe dafür auf einen anderen Server gehen und weiterspielen oder so. Aber hier gibt es dann einfach dementsprechend Strafpunkte. Und das wird mir nicht unbedingt. Boah. Gedünkt oder hat es mir einen Platz gewechselt, oben rechts. Sechster Platz, haben wir vorher auch schon gehabt. Es war auch ein Hunger dran, der etwas geändert hat. Von der Platzierung her. Aber eigentlich sollte man sich auf genau solche Scheiß nicht konzentrieren. Es passieren nämlich auch wieder Fahrfehler.
Oh ja, ich sollte vielleicht noch einstellen, wie viel das ich überhaupt nicht nachtanken muss. Muss mich gerade noch überschlagen, wie viel das jemand dann braucht. Also noch 10 Minuten. Oder 11 Minuten besser gesagt. Es gibt schlimmstenfalls 6 Runden. Ja, es hat noch länger, wenn wir jetzt noch 20 Liter nachtanken. Oder vielleicht sicherheitshalber 25. Nämlich hier mit dem Haus irgendwie noch verstellen fahren. Jetzt laufen wir hier Begrenzer und müssen schon bremsen. Ja. Aber ich fahre auch noch nicht jetzt in die Box. Ich mache mal eine Runde, um zu schauen, ob ich da wirklich alles eingestellt habe. Damit wir hier vielleicht trotzdem einen möglichst kurzen Boxenstopp machen können. Was ich zum Beispiel jetzt hier nicht sehe, ist Reifenwechsel, ja oder nicht. Das zeigt es mir gar nicht an, wird es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Okay, geht jetzt der führende auch noch in die Box. Wir müssen in diesem Fall hoffentlich die anderen auch. Außer der hat jetzt natürlich einen Crash gehabt oder etwas, wegen dem in die Box müssen, ist natürlich auch möglich. Ich muss schauen, wo das Tempolimit genau gilt. Hier habe ich keine Ahnung. Aber noch nicht da, wo erst um die Kurve um. Aber da wäre es schon. Okay, das war meine gesehen, siehst du? Jetzt habe ich nicht genau gewusst, wo das ich muss abbremsen. Ich habe natürlich zu spät abbremsen. Und jetzt bekomme ich eine Strafe. Ich muss 15 Sekunden lang in der Box bleiben stehen. Und das versaut mir jetzt definitiv völlig alles. Sekunden ist schon recht heftig. So, wie man sieht, Servicezeit ist eigentlich relativ kurz. Oder auch nicht. Und das ist jetzt immer noch Boxenstopp und die 15 Sekunden müssen wir dann auch, glaub, erst noch abwarten. Befürchte ich gerade. Genau, jetzt kommt die Strafe, die wir absetzen. Und jetzt sollte es dann weitergehen. Okay.
kann doch fast nicht sein, dass wir immer noch auf dem vierten Platz sind. Da hat es auch etwas nicht ganz aktualisiert. Oder das heisst da immer noch auf dem vierten. Vorher sind wir, glaube ich, sechst gesehen oder siebent, wo wir in die Box gefahren sind. Ausser alle anderen sind jetzt vor oben die Box. Jetzt zeigt es den fünften Platz an. Sechster Platz. Ja, jetzt ist es auch langsam um korrigieren. Jetzt können wir da eigentlich mal umschalten. Standings sehen wir uns gar nicht mehr, weil wir jetzt natürlich nicht mehr unter der Top 7 sind. Aber es hat mich nur zu sehr erstaunt, wenn ich da irgendwie unter den Top 10 wäre geblieben mit dieser 15 Sekunden Strafe. Die hätte definitiv gar nicht sein müssen, da hätte ich ein vorsichtiger so in die Box fahren. Platz 11 von 13. Das kann schon ändern stimmen. Keine Strafe geben, ich bin gerade sehr über die Curbs. Und wir haben noch knapp 3 Minuten zum Fahren, also noch 2 Runden. Ja, am Schluss des Rennens werden wir uns sicher noch anschauen, wie viele Punkte es jetzt genau hat gegeben. Ich denke, das Safety Rating wird jetzt so oder so steigen. Ich jetzt, glaube ich, nur gesamthaft 2 Strafpunkte bekommen. Und sonst keine Kollision und nichts. Von dem her, gut, ja, scheiße, die Boxeneinfahrtstrafe zählt auch dann vielleicht auch noch dazu. Wobei, die habe ich jetzt eigentlich müssen abhocken, von dem her. Ja, das I-Rating wird wahrscheinlich nicht steigen, weil ich jetzt natürlich da ziemlich schlecht abgeschnitten habe. Gerade noch wegen dieser Strafdauer. Aber mein I-Rating ist ja noch nicht so wahnsinnig hoch. Von dem her, wir werden es sehen nach dem Rennen. Ich bin gespannt. Ich hoffe eigentlich im Moment vor allem, dass das Safety-Rating steigt. Weil ich eigentlich eine neue Klasse A aufsteigen.
Nein, nicht zu weit rausgekommen, genau. Hat jetzt auch fast eine Strafe gegeben. Zeigt noch die weiße Flagge am Monet an, aber ich denke, es sollte jetzt die letzte Runde sein, wir fahren. Vielleicht macht der da vor uns noch einen Fehler. Können wir noch Platz gut machen, zum Beispiel. Jawohl, haben wir da gleich noch dran vorbei können. Geht dafür zieht es schnell rein. Hier haben wir jetzt die weiße Flagge. Aber wir müssen jetzt doch nochmal eine Runde drehen. Weil natürlich die vorne schon eine Runde weiter sind. Jetzt weiss ich vielleicht auch, wieso das
ein Fahrzeug am Start und ist in die Box gefahren. Ist das möglich, dass wir gerade bei der ersten Runde eigentlich schon in die Box fahren können und dann den Boxenstopp gar nicht mehr machen muss? Und dann so extra Zeit gespart er das? Könnte es auch noch sein? Ich halte hier mal nicht auf der Ideallinie an. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen. Wir können uns jetzt hier noch das Resultat anschauen. Seht ihr, Strafpunkte haben wir nur 2 bekommen. Und ich glaube es fast nicht. Entweder zeigt es uns die von den anderen nicht an oder die hätten alle gar keins gemacht. Würde mir jetzt ziemlich erstaunt. Mal, es sind sicher andere, sind ab der Strecke gekommen. Müsste auch Strafpunkte haben. So, hier sehen wir jetzt noch das Resultat vom GT Sprint Series. Und wir sind hier auf Platz 9. Ups. Mit dem Mercedes AMG GT3. Sie auf dem 6. Platz gestartet. Da sieht man auch noch Differenzen. Und hier sind Strafpunkte. Haben wir Nummer 2 gesammelt. Von dem her ganz gäbig. Champion Points 47. Und hier, wie ich ja gedacht, das i-Rating geht leicht runter. 17 Punkte zurück, weil wir halt hier schlechter abgeschlossen haben, als wir uns haben qualifiziert. Dafür geht das Safety Rating um 0,21 auf. Das ist eigentlich gäbig. Gäbig viel, weil wir sind auf 3,84 und wenn ich hier das Safety Rating auf 4,0 komme, steige ich direkt auf in die A-Klasse und bekomme dann natürlich 1 Abzug, respektive haben wir dann noch ein Safety Rating von 3. Genau. Und ja, das wäre es gewesen. Da unten sind noch die Zeiten vom Qualifying. Und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Video und schönen Abend. Ciao zusammen. Hier seht ihr noch Links zu anderen Videos auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Auf Speedy Swiss Gaming. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.